Rotlicht und Neon. Diese Schau in London erinnert eher an einen Sexshop als an eine Ausstellung. Sex sells. Mit diesem Köder will das British Museum of Natural History tausende Interessierte in die Ausstellung über das Sexualverhalten von Tieren locken. Von Igeln bis hin zu Kaninchen. Hier haben wir ein paar Kaninchen, die ja für ihre hohe Fortpflanzungsrate bekannt sind. Das ist Teil des Sperma-Wettbewerbs. Die Tiere brauchen sehr viel Stimulation für einen Eisprung. Je mehr Stimulation, desto häufiger ovulieren sie und desto mehr Nachkommen werfen sie. Ebenfalls zu sehen kopulierende Hirsche und auch Fische sind ausgestellt, inklusive der unabwendbaren Frage nach der Größe. Zur Linken der Penisknochen eines Walrosses neben dem eines deutlich kleineren Waschbären. Im Mittelpunkt steht auch hier die Vermittlung von Wissen, allerdings mit einem Augenzwinkern, wie in dem Clip mit der Schauspielerin Isabella Rossellini. A little to the right. A little to the left. Und natürlich wird in der Ausstellung auch ein Vergleich zur menschlichen Sexualität gezogen. Das Naturkundemuseum lockt viele junge Besucher an. Die Sexausstellung dürfte vielen Eltern ein Stirnrunzeln bereiten. Wir verteilen Informationen an alle, die mit ihren Familien kommen. Alle Poster im Internet und in der Stadt weisen darauf hin, dass es in dieser Ausstellung um Sex geht. Vor mehr als 1 Milliarde Jahren hat die Erde ihre Unschuld verloren. Und genau darum geht es in der Ausstellung Sexual Nature im British Museum of Natural History in London.